Ich habe versucht, Pokémon Purpur mit nur Level 1 Pokémon durchzuspielen. Aber erstmal stellt sich die Frage, ist das überhaupt möglich? Und die kurze Antwort darauf ist, nein, ist es nicht. Allein unser Starter fängt auf Level 5 an und wilde Pokémon sind auch nicht Level 1. Und selbst wenn wir es irgendwie schaffen, einen Level 1 Pokémon zu bekommen, würde es nach nur einem Kampf direkt mehrere Level aufsteigen. Aber damit gebe ich mich nicht zufrieden. Ich habe das Spiel modifiziert, um es möglich zu machen. Alle Pokémon, die ich bekommen kann, sind Level 1 und sie bekommen keine Erfahrung, damit sie auch Level 1 bleiben. Und weil das noch nicht genug ist, habe ich noch zwei extra Regeln hinzugefügt. Ich darf kein Pokémon mehr als einmal im Team haben und ich muss im Set-Modus spielen. Set-Modus heißt, dass immer wenn ich ein Pokémon besiege und gefragt werde, hey, der Gegner schickt dieses Pokémon in den Kampf, möchtest du vielleicht wechseln? Muss ich Nein drücken und drinnen bleiben. Also, fangen wir an. Die Starterauswahl ist völlig egal. Der Starter ist immer Level 5 und leider konnte ich den Starter auch nicht modifizieren. Deshalb, sobald ich aus der Intro-Cutscene raus war, habe ich diesen natürlich sofort für immer in die Box geschickt. Ich habe mir dann ein paar Level 1 Pokémon gefangen und Pepper herausgefordert, der bereits ein Level 5 Pokémon hat. Und hier ist mir direkt etwas Interessantes aufgefallen. Peppers Kampf ist komplett geskriptet. Egal wie stark die Attacke ist, die er einsetzt, mein Pokémon bleibt immer auf einem KP am Leben. Und danach benutzt die KI nur noch Routenschlag. So skriptet, Mann. Guckt euch das an. Ah! Hä? Was ist das denn jetzt hier? Okay, ich nehme alles zurück. Nach 12-mal Routenschlag hat er mich dann einfach getötet. Aber das ist okay, denn diesen Kampf und den nächsten Kampf gegen Emilia müssten wir nicht gewinnen. Die Story geht weiter, auch wenn wir verlieren. Aber danach wartet bereits die erste Challenge auf uns. Die beiden Team-Star-Mitglieder vor der Akademie. Dies sind zwei Kämpfe hintereinander, die wir gewinnen müssen. Diese haben bereits beide ein Level 9 Pokémon und ich habe bis jetzt noch nicht ein wirkliches Pokémon, um irgendwas dagegen zu tun. Also bin ich gegen sie das erste Mal richtig gewiped. Zurück in die Wildnis, um nach Antworten zu suchen. Hier ist mir direkt etwas Interessantes aufgefallen. Weil alle wilden Pokémon Level 1 sind, laufen bereits entwickelte Pokémon herum, die eigentlich erst im Laufe des Spiels spawnen, wenn ich bereits mehrere Orden habe. Dadurch konnte ich mir schon einen Bronzong fangen, welches bei den Ruinen rumschwebt. Und zusätzlich habe ich auch noch einen Groldra gefunden, welches bereits vom Typ Geist ist. Der erste der beiden Teams Star-Mitglieder hat nur Attacken vom Typ Normal, sodass Groldra diesen alleine machen kann. Aber der zweite hat eine Unlichtattacke. Da die KI hier noch komplett zufällig agiert, musste ich hoffen, dass Bronzong seinen Mangunia verwirren kann. Nice, nein, einmal noch, einmal noch. Okay, okay, komm, jetzt kill, kill, kill. Let's go. Und direkt beim zweiten Versuch kommen wir durch. Mangunia haut sich oft genug selber in der Verwirrung, dass wir den Kampf gewinnen können. Nun, da wir aus dem Intro raus sind und die gesamte Welt uns offen steht, kann die Challenge richtig anfangen. Das allererste Pokémon, das mir bei dieser Challenge in den Kopf gekommen ist, ist Mimikyu. Dieses kann Bizarro-Raum lehren und hält fast immer einen Angriff aus. Auch habe ich mir direkt ein Gengar ertauscht, welches Abgesang hat. Und damit kann ich im Grunde immer ein Pokémon besiegen, solange ich schneller bin. Während ich das Pokémon gesucht habe, welches ich für den Gengar-Tausch brauche, ist mir aber noch ein anderes Pokémon ins Auge gestoßen, welches sehr nützlich sein wird. Agrostella. Dieses Monster kann nicht nur jedes Pokémon vergiften, das physisch angreift, sondern auch noch Giftspitzen, welche super hilfreich sein werden. Es gibt zwar noch wesentlich mehr Werkzeuge, die wir uns holen könnten, aber damit habe ich mich erstmal bereit gefühlt für die erste Arena. Und ich wurde komplett zerstört. Meine Pokémon fallen alle nach nur einem Angriff um und das Gift braucht auch viel zu lange, um sie zu töten. Also brauchte ich irgendwas, um Zeit zu gewinnen. Die offensichtliche Antwort darauf war Schutzschild. Fast jedes Pokémon kann es lernen und es ist einfach zu bekommen. Also habe ich jedem meiner Pokémon Schutzschild beigebracht und es erneut versucht. Ich habe direkt mit Gengar geliebt, weil Kevatrutz die einzige Attacke ist, die uns treffen kann und diese uns tatsächlich nicht one-shottet. Ich habe direkt Abgesang benutzt und mich mit Tränken so lange hochgehalten, bis es stirbt. Im letzten Zug, bevor Gengar sterben würde, habe ich zu Groldra gewechselt, um es zu opfern und Gengar am Leben zu behalten. Ich schicke Agrostella in den Kampf, um ihr Tarundel zu vergiften. Nun habe ich so lange Pokémon in den Kampf reingeworfen und Schutzschild gedrückt, bis es am Gift gestorben ist. Nur noch ihr Ace, Teddiursa, übrig. Und hier kommt, warum ich Gengar am Leben behalten habe. Ich wechsle zu Mimikyu, drücke Bizarro-Raum und opfere es direkt wieder. Jetzt ist Gengar nicht nur schneller, sondern kann auch noch Abgesang drücken. Nun muss ich nur noch Pokémon beleben, bis die drei Runden zu Ende sind. Und wir bekommen unseren ersten Orden. Ich bin ganz ehrlich, dieser Orden war noch ziemlich chaotisch. Ich brauche auf jeden Fall eine beste Strategie für die nächsten. Aber bevor wir uns um mehr Arenen kümmern, habe ich mich erstmal dem Flugtitan gestellt. In der ersten Phase habe ich ihn mit Irrlicht verbrannt und dann wieder so lange Pokémon in den Kampf geworfen, bis er daran gestorben ist. Was ich aber nicht wusste, war, dass ich zwischen der ersten und zweiten Phase nicht geheilt werde. Und ich habe keine Beleber gekauft, weil ich mein Geld für etwas anderes sparen wollte. Aber überraschenderweise hat der Mimikyu immer nur in dem Zug angegriffen, indem ich Schutzschild gedrückt habe. Pepper macht die gerade alleine. Let's go, Pepper. Mit einer Menge Glück konnte Pepper so mit nur wenigen Angriffen den Titan alleine besiegen. Und weil das so gut lief, wollte ich mich auch direkt um den Gestein-Titan kümmern. Aber bevor wir das gemacht haben, habe ich mir das wohl zweitbeste Pokémon dieser Challenge geholt. Dafür habe ich mich ganz tief in den Norden begeben, zum Knusperwaldweg, um einen Forstelka zu finden. Dieser 125 Kilogramm schwere Ball aus Stahl hat die Fähigkeit Robustheit. Diese sorgt dafür, dass das Pokémon nicht von vollen KP direkt getötet werden kann. Es bleibt immer mit genau einem KP am Leben. Dazu kommt auch noch, dass es wieder Giftspitzen legen kann.
Dieser Ball kann jedes Pokémon, das nur Angriffe hat, Kontakt machen, alleine besiegen und der Gestein-Titan ist einer dieser Fälle. Ich habe vor Stelka nämlich das Item Beulenhelm gegeben, wodurch der Angreifer jedes Mal ein Achtel seiner KP Schaden nimmt, wenn er mich trifft. Und da vor Stelka immer mit einem KP überlebt, kann ich es einfach mit einem normalen Trank wieder auf volle KP heilen. Kommen wir zur zweiten Arena. Auch hier haben zwei oder drei Pokémon nur Angriffe, die Kontakt machen. Das einzige Problem ist ein Lilmanit. Dieses hat Schlafpuppe und ist natürlich dank dem Levelunterschied immer schneller. Deshalb habe ich Mimikyu einfach eine Anti-Schlafbeere gegeben, damit es auf jeden Fall einen Bizarro-Raum rausbekommt und dann kann ich es mit Gengars Abgesang wieder zum Tode verurteilen. Nun musste ich nur wieder drei Züge abwarten, bis es stirbt und konnte den Rest des Kampfes alleine mit Forstelka machen. Ich habe mir gesagt, ich gehe jetzt taktischer vor. Mit meinem Hochmut habe ich mich dann zur ersten Team Star Basis begeben. Aber ich hatte ja keine Ahnung, was mich hier erwartet. Fangen wir mit dem Star Rush Modus an, indem ich 30 Pokémon besiegen muss. Hier ist das Level meiner Pokémon egal. Meine Pokémon schaffen es immer, mindestens zwei Pokémon zu besiegen, bevor sie K.O. gehen. Und dank den kostenlosen Getränkespendern, die überall auf dem Gelände stehen, kann ich sie einfach wieder voll heilen. Das mache ich so lange, bis ich 30 Pokémon besiegt habe und Pinio vor mir steht. Er leadet mit Gladiantri, welches Forstelka wieder alleine machen kann. Aber jetzt kommt sein Starmobil. Und ich sage es vorweg, ich habe 4 Stunden gebraucht, um diesen Kampf zu gewinnen. Dieser Gott ist immun gegen einfach alles. Wirklich alles, bis auf zwei Dinge. Und ich finde, da wird es mal wieder Zeit für euch zu erraten, was diese zwei Dinge sind. Ist es A, Statuseffekte, wie zum Beispiel Vergiftung oder Verwirrung? Ist es B, die Attacke Fluch von einem Geist-Pokémon? C, ich kann so lange den Kampf hinhalten, bis seine Attacken keine AP mehr haben und er sich zu Tode struggelt? Oder D, Wetterbedingungen wie Sandsturm? Loggt eure Antwort jetzt in den Kommentaren ein und mal sehen, ob ihr wisst, was wir 4 Stunden lang nicht wussten. Also, erstmal das Offensichtliche. Die Team Star-Mobile können keine Statusveränderungen erleiden und haben unendlich AP für ihre Attacken. Sind A und C schon mal raus. Schauen wir uns doch mal die Attacke Fluch an. Bitte Mimi! Bitte Mimi! Ah. Ja, auch die hat keine Wirkung. Und bevor ihr fragt, dasselbe gilt auch für Abgesang und Abgangsbund. Mann, das ist doch scheiße! Klappt das? Wait, das geht? Moment! Oh! Und ihr könnt es euch jetzt schon denken, Sandsturm macht Schaden. Das Problem daran ist, es macht 1/32 Schaden an dem Ding. Ich wollte aber so effizient wie möglich in dieser Challenge sein und so wenig Beleber wie möglich benutzen. Deshalb habe ich noch eine letzte Strategie ausprobiert. Das macht nicht mal Sinn! Was? Notsituation. Die Attacke, die die KP des Gegners auf dieselben KP wie die des Anwenders setzt. Und es hat funktioniert. Zwar nicht ganz so, wie es soll, aber gut genug. Das kombiniert zusammen mit dem Sandsturm und wir haben eine Chance, es zu besiegen. Ich starte gegen das Team Starmobil mit einem Bizarro-Raum von Mimikyu. Dann kann ich mit Amphira und Donphan dreimal Notsituation einsetzen, um die KP so niedrig wie möglich zu kriegen. Nun wechsle ich auf Sandaconda, um einen Sandsturm aufs Feld zu bringen und ich muss nur noch, bis er stirbt, mit Forstelka stallen. So sollte es zumindest funktionieren. So close, but yet so far. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Och nee, Mann. Oh mein Gott, endlich. Nach 4 Stunden Versuchen haben wir Pinio endlich besiegt. Und danach ist mir mein Spiel gecrashed, sodass ich das Ganze nochmal machen musste. Die gute Nachricht an dem Kampf ist, dass wir jetzt so gut wie jedes Werkzeug, das wir für diesen Run brauchen, bereits haben. Und die schlechte Nachricht ist, dass es noch 4 weitere Team Starboss gibt, die viel schlimmer sein könnten. Und weil das so viel Spaß gemacht hat, habe ich mich auch direkt um die Feuerteam Starbasis gekümmert. Diesmal mit dem Hintergedanken, dass Beulenhelm von Forstelka den Boss so gut wie alleine machen kann, da dieser tatsächlich physische Attacken hat. Er kriegt keinen Beulenhelm-Schaden. Er kriegt keinen Beulenhelm-Schaden. Also wieder dieselbe Strategie wie beim letzten Mal. Erst dreimal Notsituation und dann Sandsturm, bis er stirbt. Von hier an wurden viele Kämpfe leider sehr simpel. Was ich fast immer machen konnte, war Giftspitzen am Anfang setupen und dann die Pokémon mit Notsituation auf einem KP runterhauen. So ging die 3., 5., 7. und 8. Arena relativ einfach, weil die Arenaleiter nichts hatten, um uns aufzuhalten. Aber sprechen wir über die 4. Arena. Dieser hat nämlich die beste Antwort gegen unsere Strategien. Und ich rede nicht von seinem Ace, sondern von seinem Agilusa. Dieses hat die Fähigkeit Überbrückung. Das
sorgt dafür, dass alle unsere Fähigkeiten vorübergehend deaktiviert werden. Und wenn wir uns die Strategien, die ich bis jetzt so angewandt habe, mal anschauen, fällt sehr schnell auf, dass ohne unsere Fähigkeiten nicht eine Strategie funktioniert. Deshalb, das Einzige, was ich dagegen machen kann, ist es zu vergiften mit Agrostella und dann wieder so lange Pokémon in den Kampf zu werfen, bis es daran stirbt. Diese Fähigkeit ist ein Riesenproblem. Und das war zwar das erste Mal, dass wir darauf stoßen, aber ganz sicher nicht das letzte Mal. Nachdem ich herausgefunden habe, dass Notsituation auf den Titan funktioniert, waren diese auch ganz schnell Geschichte. Und so standen nur noch 3 Team Starbosse und die 6. Arena vor uns. Hier habe ich mir aber erstmal ein wenig Hilfe geholt von einem neuen Item für unser Dawnfang. Und zwar rede ich von Seegesang. Dieses Item heilt immer 1/8 des Schadens, den wir machen. Und da die Pokémon, die wir bekämpfen, nun schon ein relativ hohes Level erreicht haben, machen wir mit Notsituation genug Schaden, um es direkt wieder voll zu heilen. Nun habe ich Dawnfang noch Eissplitter beigebracht mit einem coolen Trick, den mir jemand im Twitch-Chat gezeigt hat. Und zwar kann ich mit dem Item Kopierkraut so gut wie jede Eiattacke beibringen. Dazu habe ich einen Austausch gefangen, welches Eissplitter hat. Nun habe ich Don von einer Attacke verlernen lassen und das Kopierkraut gegeben. Dann habe ich ein Picknick mit nur diesen beiden Pokémon gestartet und fertig. Nun hat Don Fleischbitter. Oh, und findet noch jemand, dass das Kopierkraut aussieht wie ein Gesicht mit einer viel zu langen Nase? Oder bin nur ich das? Jetzt kann Don von die Pokémon, die er auf 1 KP haut, auch direkt töten. Mit dieser Strategie konnte ich auch easy die restlichen Team Starbosse besiegen. Nun fehlt nur noch die 6. Arena, die ich mir extra bis zum Schluss aufgehoben habe. Und diese Arena besteht aus Doppelkämpfen. Und Doppelkämpfe sind, wie ihr euch vorstellen könnt, ein Problem. Die Arena-Trainer waren relativ simpel, weil diese nur 2 Pokémon haben, aber die Arena-Leiterin. Hier konnte ich eine Strategie benutzen, die ich bereits in meiner Geistnaslok gelernt habe. Sie leadet mit Mimikyu und Banette. Beide haben Schadenstoß, eine Attacke, die Priorität hat, und ich leade mit Mimikyu und Agrostella. Nun, da die KI eine Prioritätsattacke hat, die immer töten würde, kann ich es safe sagen, dass beide Agrostella angreifen. Das ist meine Chance, beide zu vergiften, da Schadenstoß Kontakt macht. Da Agrostella aber noch lebt, geht die KI immer noch für den Kill mit Schadenstoß. Darauf bin ich vorbereitet und habe mir einfach ein Grundsinnsteam geholt, denn Geist hat keine Wirkung auf normal und so kann ich noch einen Zug stallen. Während die KI aber ihre Zeit verschwendet hat, meine rechte Seite zu fokussieren, hat Mimikyu aber nicht geschlafen. Diesem habe ich nämlich das Item Überrest gegeben und Fluch beigebracht. Und in den 2 Zügen, die die KI verschwendet hat, hat Mimikyu direkt beide zum Tode geweiht. Und dank dem Item Überreste mit 1 KP überlebt. Jetzt warte ich einfach ab, bis beide Pokémon von ihr abwechselnd sterben und verfluche weiterhin jedes Pokémon, das reinkommt, mit Mimikyu. Und so kann Mimikyu langsam aber sicher auch ihr letztes Pokémon Fluch besiegen und wir bekommen unseren letzten Orden. Auf zur Pokémon Liga. Okay. Sie leadet mit Velsa und ich mit Fostelka. Ich habe direkt eine Lage Giftspitzen gelegt und es danach geopfert. Das sorgt dafür, dass Dawnfang, selbst wenn die KI es nicht angreift, es trotzdem one-shotten kann. Dawnfang kommt in den Kampf und 5-mal Notsituation sorgt dafür, dass Kay zu Boden geht. Und bei Aoki und Poppy sieht das nicht anders aus, denn sie haben keine Antwort gegen unsere OP-Strategie. Aber Sinios lässt sich das nicht gefallen, denn er hat auf seinem Max-Axe wieder die Fähigkeit Überbrückung. Und dazu kommt auch noch, dass ich vor der Pokémon-Liga vergessen habe, Heil-Items zu kaufen, sodass ich jetzt genau einen Beleber für diesen Kampf habe. Das Gute ist aber, dass er seinen Max-Axe erst als 4. Pokémon reinschickt, weil es keine sehr effektive Attacke auf unser Dawnfang hat. So kann Dawnfang bereits sein Urfinier, Drapfel und Tendrak besiegen. Max-Axe kommt rein und ich opfere erstmal Klavion, um Agrostella reinzubekommen. Und nun heißt es wieder Pokémon opfern, bis es stirbt. Das Gute ist aber, dass Max-Axe, trotzdem es mit allen Angriffen killt, immer für Drachenklau geht. So kann ich immer zu Mimikyu wechseln, um die Attacke zu neutralisieren und einen Zug mehr Zeit zu gewinnen. 4 meiner 6 Pokémon sind tot und Max-Axe geht zu Boden. Nur noch sein ASS Espinodon. Dieses kann Dawnfang einfach wieder mit Notsituation und Eissplitter alleine besiegen. Nun habe ich zwar den Kampf gewonnen, aber die Schlacht verloren. Ich habe keine Beleber, um mein Team wiederzubeleben und den Champ herauszufordern. Denn Spoiler-Alarm, sie hat auch wieder ein Pokémon mit Überbrückung. Ich wurde geheilt! Und so kann ich den Champion doch mit einem vollen Team herausfordern. Hier kann ich aber nicht mit Dawnfang leaden, denn ich muss dringend am Anfang des Kampfes Giftspitzen legen. Ich leade also mit Mimikyu, um Bizarro-Raum aufs Feld zu bringen und opfere dann Agrostella. Nun war der Plan, dass ich mit Fostelka 2 Lagen Giftspitzen lege, aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden, Fostelka zu opfern, weil ich es noch für zu wertvoll gehalten habe. Fostelka kann nämlich jetzt ihr Zeopatra, Arktilas und Gladimperio besiegen, aber jetzt kommt ihr Agilusa, welches die Fähigkeit Überbrücken hat. Ich opfere Fostelka und mache nochmal gut Schaden mit dem Beulenhelm. Mein halbes Team ist bereits tot und ich habe keine Beleber. Ich schicke Noctuska in den Kampf, welches mit Schutzstacheln nicht nur gut Schaden machen kann, sondern auch noch einen Zug Zeit gewinnt, indem das Gift weiter Schaden macht. Aber anstelle dieses zu opfern, opfere ich lieber Amphira. Nun kann ich nämlich noch ein weiteres Mal Schaden mit Schutzstacheln machen und das Igilusa genau besiegen. Aber jetzt habe ich nur noch genau ein Pokémon über. Aber dieses Pokémon ist Dawnfang. 2-mal Notsituation und der Kampf ist vorbei. Damit haben wir die Pokémon-Liga besiegt und das Ganze ohne auch nur einen Beleber in den Kämpfen zu benutzen. Bleibt es
es nur noch, den Rest der Quest abzuschließen. Und seien wir ehrlich, jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Pepper, Clavel, Penny und auch Nemilia hatten keine Chance. Und so, nach über 15 Stunden Spielzeit, begebe ich mich zur Zone 0, wo der letzte Kampf auf uns wartet. Die Futurus AI. Und hier habe ich direkt einen Fehler gemacht. Ich habe meinen Agrostella gegen Lumiflora ausgetauscht, damit ich ohne bizarre Raumeinlage Giftspitzen legen kann. Was ich aber nicht wusste, war, dass ich dafür physisch angegriffen werden muss, damit das funktioniert. Eisenfalter hat keine physischen Attacken. Also habe ich ein Pokémon komplett umsonst geopfert. Ich schicke Forslaker in den Kampf, um die fehlenden Giftspitzen zu legen und opfere dann Gengar, um Donphan safe reinzubekommen und den Rest des Kampfes zu swipen. Zumindest dachte ich das. Donphan kann 4 seiner 6 Pokémon besiegen, aber danach kommt Eisenhahn. Nein! Meine einzige Schwäche! Mogelhieb! Dieses Ding hat Mogelhieb. Eine Attacke, die immer zuerst angreift und mein Donphan flincht. Ich opfere also Forstelka, um Mimikyu reinzubekommen und den Bizarro-Raum aufs Feld zu bringen. Jetzt habe ich noch genau genug Zeit, um es mit Fluch rauszunehmen. Wenn ich jetzt paralysiert bin, ist der Kampf vorbei. Ich habe einfach zu wenig Zeit, um irgendwen hochzuheilen. Okay, Mimi, noch ein Zug. Ein Zug muss noch durchhalten. Lass jetzt nur nicht paralysiert sein, Mimi. Nur nicht paralysiert sein. Okay. Jetzt kann Noctuska reinkommen, einmal Schutzstacheln drücken, um das Eisenhand zu besiegen. Und so stand sein letztes Pokémon Eisenkrieger vor mir. Aber zufälligerweise ist der bizarre Raum noch genau für diesen Zug auf dem Feld. Und so kann ich mit Noctuska Abgangsbund drücken und es mit in den Tod nehmen. Mit genau einem Pokémon am Leben und 16 Stunden Spielzeit besiegen wir die Futurus AI und damit diese Challenge. So, ich bedanke mich bei euch fürs Anschauen des Videos. Dieses Video war wirklich eine ganze Menge Arbeit, deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und bei mir vielleicht mal auf Twitch vorbeischaut, wo ich diese Challenges live probiere. Alle wichtigen Links sind natürlich in der Beschreibung und dann, see you next time.